In diesem Video zeige ich dir, wie du an einem ABB IEC-5 Roboter Eingänge abfrägst und Ausgänge setzt, um zum Beispiel einen Stift abzulegen und wieder zu holen. Viel Spaß! Mein Name ist Werner Hampel, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Robtech GmbH, arbeite seit über 30 Jahren mit Industrierobotern. Und jetzt lassen wir uns doch gleich mal loslegen. Wie programmiere ich denn Ein- und Ausgänge an einem Roboter und für was brauche ich das denn überhaupt? Ja, generell muss man sagen, Ein- und Ausgänge, der Roboter muss ja mit seiner Umwelt kommunizieren. Ja. Er muss ja mal seinem Greifer sagen, mach auf, mach zu, mach Docksystem auf und zu. Oder er fragt eine Maschine ab, darf ich da reinfahren? Also, wenn der Roboter einen Eingang abfragen muss, das ist der Ausgang von der Maschine. Die Maschine sagt, okay, ich bin frei, du darfst reinfahren. Und der Roboter fragt ab, darf ich denn reinfahren? Und so kommunizieren die miteinander. Wenn dann der Roboter drin ist, dann setzt der Roboter einen Ausgang an der Maschine. Die Maschine fragt eben seinen Eingang ab und weiß dann Bescheid, dass jetzt der ABB-Roboter in der Maschine drinsteht. Ja. Und dann weißt du zum Beispiel, dass die Maschine jetzt nicht zumachen darf, weil ja da ein Roboter gerade drin ist. Und so kommunizieren Roboter und Maschinen miteinander eben über Ein- und Ausgänge. Es gibt da immer mehrere Möglichkeiten. Also es gibt diese konventionalen Ein- und Ausgänge, die standardmäßig bei den Roboterherstellern so 16 und 32 Ein- und Ausgänge sind. Die kannst du direkt mit dem Draht verdrahten. Ja, und dann heißt, wenn der Draht Strom führt, dann ist 1 und wenn er halt keinen Strom führt, dann ist 0. Dann gibt es Bussysteme, mit denen Ein- und Ausgänge geschalten und abgefragt werden können. Und bei Bussystemen, da kann ich dann mit einer kleinen Karte tausende Ein- und Ausgänge überwachen und schalten. Also Profinet, Profibus hatte man früher mit Lichtleitern, mit Kabeln, gibt es die verschiedensten Systeme. Es geht immer mehr in die Richtung, über diese Ethernet-Verbindung das zu machen. Also Profinet ist da aktuell State of the Art. So, wichtig ist halt, wir sind ja im Zeitalter von Industrie 4.0, ja, die totale Vernetzung zwischen allen Maschinen und Robotern, und dafür brauche ich natürlich ein gemeinsames System. So, wie das konfiguriert wird, das zeige ich dir in der Roboterakademie. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Da gehen wir weiter darauf ein, wie konfiguriere ich denn ein Bussystem, wie lege ich denn das fest. Oder andere Idee ist, komm doch zu mir in die Roboterschule nach Mainburg, dann sprechen wir hier darüber. Dritter Link in der Videobeschreibung. Also, lass uns doch einfach mal an diesem ABB-Roboter anschauen, wie wir Ein- und Ausgänge uns anschauen können und wie wir sie programmieren können. Also schauen wir uns das einfach mal an, welche Ein- und Ausgänge hat denn dieser ABB-Roboter schon vorkonfiguriert. Dafür gehe ich in das ABB-Menü Ein- und Ausgänge, der zweite Menüpunkt. Und standardmäßig das erste, was der Roboter immer anzeigt, das sind seine ausgewählten Ein- und Ausgänge. Also ich kann praktisch auswählen, welche Ein- und Ausgänge will ich denn an meinem Startbildschirm angezeigt haben. Das kann ich konfigurieren und dann sehe ich die hier immer. Also mache ich die wichtigsten einfach mal vorne drauf. Also ich habe jetzt mal den Greifer auf, den Greifercode, Greifer zu, die I-Kollision, also wenn hier Kollision ausgelöst ist, und meine Schalter, wo ich bei uns im Training zum Beispiel frei programmieren kann. Wenn ich den Schalter schalte, dann produziere ich hier ein Haus oder ein Auto. Aber ich will ja vielleicht andere Ein- und Ausgänge anschauen. Das geht immer hier über Ansicht und dann wähle ich aus, entweder ich will digitale Eingänge sehen oder ich will digitale Ausgänge schalten. Schauen wir uns doch einmal digitale Ausgänge an. Ich klicke hier drauf und jetzt geht immer alles an mit DO. Wenn es gut konfiguriert ist. Und dann habe ich hier zum Beispiel einen DO-Greifer abdocken, GO-Greifer andocken, den Greifer zu, Greifer auf oder die Lämpchen, mit der wir hier in der Schulung auch mal was anzeigen können. Wenn ich die schalten will, muss ich den Zustimmtaster drücken. Und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich mit dem Cursor auf eben diesen Ausgang gehe, den ich hier sehe, den auf 0 zu schalten.
Und jetzt klicke ich mal hier auf Abdocken. Oh, ich brauche mal eine Assistentin. Jetzt docken wir ab. Genau. Dankeschön, Alessa. sonst wäre mir jetzt hier runtergefallen. Und jetzt hat hier das Docksystem geöffnet. Also, hier sind kleine Kügelchen, die öffnen und schließen, um eben hier unseren Schunkgreifer an- und abzudocken. Wenn ich wieder andocken will, schalte ich den Ausgang, der ein Signal an das Ventil gibt im Roboter. Und das Ventil schaltet die Luft, damit diese Kügelchen aufgehen. Also das sind Ausgänge. Und auf der anderen Seite frage ich einen Eingang ab. Ist denn jetzt der Greifer tatsächlich dran? Ja, ich habe ja die Kugeln aufgemacht. Aber ich muss natürlich auch wissen, habe ich denn den Greifer? Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich den Greifer hier vom Docksystem hole. Muss ich wissen, habe ich auch einen Greifer? Rentiert sich das überhaupt, dass ich zurückfahre und dann weitermache und irgendwas zeichnen will? Ja, habe ich keinen Stift nicht dran? Stimmt da irgendwas nicht? Dann kann ich für den Bediener wieder eine Fehlermeldung ausgeben. Hier stimmt was nicht, ich habe keinen Greifer gefunden. Das ist einfach Ein- und Ausgänge zur Kommunikation mit der Maschine, mit anderen Robotern oder am Schluss natürlich auch mit dem Menschen, der an dem Roboter arbeitet. Gut, also, dann schauen wir uns doch mal an, wie programmiere ich denn das in ein Programm rein. Ich kann den Ausgang schalten und ich kann mir auch anschauen, welcher Eingang ist denn tatsächlich vorhanden. In dem Fall hier haben wir den DI-Greifercode Bit 2, der ist 1, das heißt, er hat im Moment Greifer 2 angedockt. Und das kann er uns eben über die Bits melden. Genauer gehen wir darauf ein in der Schulung. Gut, jetzt schauen wir uns ein Programm an, in dem wir diese Ein- und Ausgänge fest programmieren, sodass der Roboter, nachdem er die Bewegung ausgeführt hat, einen Ausgang schaltet und einen Eingang abwartet und dann erst weitermacht, wenn auch der Eingang vorhanden ist. Dafür gehe ich eben wieder in meinen Programmeditor und wähle mir meine Routine aus. Ich nehme mal die Stift ablegen, okay? Routine anzeigen. Im Stift ablegen fahre ich zuerst in die Home Position. Dann sage ich Wait GI. GI ist ein Gruppeneingang. DI ist ein einzelner Eingang. GI sind mehrere Eingänge, die zusammengeschaltet sind. Wenn der Gruppeneingang Greifercode 2 ist, das ist diese binäre Zählweise, die wir gerade angesprochen haben, dann erst darf er weiterfahren. Also das heißt, wenn ich den Greifer ablege, frage ich natürlich, oder den Stift ablege, frage ich natürlich zuerst mal, habe ich auch einen Stift dran? Wenn ich einen Greifer dran habe, dann bleibt er hier in der Zeile stehen. Gut, dann führe ich meine Bewegungen aus, fahre eben zu dem Docksystem, zu dem Ablegeplatz. Ich setze den Ausgang Greifer abdocken auf 1 und den Greifer andocken auf 0. Ja, wenn nämlich der Andocken noch die Kugeln ansteuert, dass sie öffnen sollen, dann fällt mir der Greifer nicht runter ins Docksystem rein. Also ich muss immer sicherstellen, wenn ich den einen schalte, dass der andere zurücksetzt ist. Dann fahre ich wieder nach oben und in die Home Position. Das schaut jetzt so aus. Ich führe das Programm jetzt Schritt für Schritt aus. Dafür muss ich jetzt erst einmal in die Routine wechseln. Stift ablegen. Also ich führe das jetzt Schritt für Schritt aus. Ich werde jetzt mal kurz nicht zu sehen sein. Home Position. Jetzt wartet der Roboter, ist denn der Greifer tatsächlich der Greifer 2? Das ist er ganz offensichtlich, weil der Programmzeiger ist schon in die nächste Zeile gesprungen. Und dann fährt er weiter. Wir fahren auf die Ablageposition, setzen den Ausgang für Greifer abdocken. Und jetzt erst, wenn ich den Greifer andocken auf 0 setze, können die Kugeln sich öffnen. Wir fahren nach oben und fahren wieder weg ohne Greifer. Gut, jetzt haben wir den ersten Ausgang geschalten und wir haben am Anfang eben die Eingänge abgefragt, ob wir auch einen Greifer haben. Wenn ich das gleiche Programm jetzt nochmal starte, bleibt der Roboter in der Zeile hängen, wo er einfach abfragt, ist denn der Greifercode 2?
der Greifer liegt da drin. Hier ist Greifercode 0 aktuell. Also fragt uns, soll ich die Instruktion simulieren? Dann könnte ich das überspringen, muss ich aber aufpassen, weil ich dann wahrscheinlich ein Crash fahre. Oder ich kann auch eine ordentliche Fehlermeldung rausgeben. Kein Greifer angedockt oder kein Stift angedockt. Lieber Werker, hier stimmt was nicht. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, wie das Programm aufgebaut ist, um den Stift eben zu holen. Ich habe euch da was vorbereitet. Das Stift-Holen-Programm. Wir gehen hier rein, setzen eben den Programmzeiger in die Routine Stift-Holen und er ist hier drin. Lesen wir mal ganz kurz das Programm. Move JP Home, also fahre in einer PTP-Bewegung auf die Home-Position. Warte auf den Gruppeneingang für den Greifercode 0. Das bedeutet, kein Greifer angedockt. Setze den Ausgang für den Greifer abdocken auf 1, dass auch hier die Kugeln offen sind, damit der dann auch reinfahren kann, um den Stift anzudocken. Fährt über die Position vom Platz, fährt auf den Platz, schließt das Docksystem. Also er sagt abdocken 0 und andocken 1. Jetzt gehen die Kugeln auf, er hält den Greifer fest. Wir warten kurze Zeit, warten darauf, dass eben der Greifer angedockt ist, dass auch der Greifer 2 angedockt ist mit dem Befehl WaitGI Greifercode 2 und fahren wieder zurück in die Grundstellung. Lass uns das einmal testen, Step by Step, Zustimmtaste und Einzelschritt Start. Roboter ist in die Home Position. Dann fragen wir ab, ist er 0, hat funktioniert, der war 0. Dann fahren wir die erste Position oben drüber an mit einem Offset von 30 mm. Kurzer Check. Fahren runter. Schließen das Docksystem. Jetzt hat die Kugel das Docksystem geholt. Und wir fragen ab, ist denn auch der Greifer 2 dran? Hat funktioniert. Wir fahren nach oben, zurück und wieder zurück in die Grundstellung. So kannst du mit deiner Außenwelt kommunizieren, kannst du abfragen, sind denn irgendwelche Zustände tatsächlich eingetreten? Darf ich eine Maschine betreten? Darf ich in den Bereich eines anderen Roboters rein? Also immer, ein Roboter fragt den Eingang ab und der andere Roboter setzt den Ausgang, um ihm mitzuteilen, ob er denn darf. Also der Ausgang des einen Roboters ist der Eingang des anderen Roboters. Genauso ist es auch beim eigenen System, hier das Docksystem. Ich setze den Ausgang, um eben das Docksystem zu öffnen und frage dann ab, ob das Docksystem tatsächlich auf ist und hat er denn den richtigen Greifer angedockt. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Wenn es dir getaugt hat, auch gerne schreib es in die Kommentare. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir geholfen hat, besser zu verstehen, wie ABB-Roboter mit Ein- und Ausgängen arbeiten. Abonniere den Kanal, wenn du mehr Inhalte über Industrierobotik haben willst. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, weil wir wöchentlich neue Videos hochladen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.